Vom ORF, Petra Komm. Der Platz ist ein bisschen zu wenig, aber so. Petra, die waren sehr privode, die nach Hrvatsko, dann müssen wir in Hrvatsko selo. Und dann möchte ich mit wirklich einem frenetischen Applaus begrüßen in Karl Kanic. Herzlichen Dank. Kleines bisschen auch Gott sei Dank. Möchte Sie recht herzlich begrüßen. Schönen guten Abend, Dobry večer. Erwarten Sie sich von meinem Kroatisch nicht allzu viel. Ich habe nur ein paar Brocken drauf. Und das hat nur mit ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken und ein bisschen Liebe zu tun. Mit Essen und Trinken werden wir heute zu tun haben. Da könnte man schon was machen, ne? Ich freue mich, dass die Halle wieder einmal voll geworden ist. Sie wissen, wir ziehen das ganze Jahr über, Jahr für Jahr, durch das Land und es wird immer eine Gemeinde ausgewählt. Eine Gemeinde trifft es immer, im vorigen Jahr war es Deutschkreuz in eurem Bezirk, da machen wir schon den Denkmarkt, wo das Los halt hinfällt, eine Licht ins Dunkelgala zu veranstalten. Und heuer hat es Frankenau getroffen. Es ist eine Ehre, wenn man sich die Fülle Arbeit antun darf. Und Sie wissen, es geht für einen guten Zweck. Die Aktion Licht ins Dunkel läuft österreichsweit intensiv, natürlich immer vor Weihnachten. Und ich freue mich, dass die Halle voll geworden ist, weil ja das bedeutet, dass wieder ein großer Batzen Geld heute in den Licht ins Dunkeltopf kommt. Schon vorneweg vielen herzlichen Dank, Frau Götzgott, dafür. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Moja zadača je da vas pelam na hrvatskom jeziku kroz večer. Ja moram reći, to je za me veliko veselje. Zabavu vam ja želim. Herzlichen Dank noch einmal für die musikalische Begrüßung der Jugendmusik Pilgersdorf unter Leitung von Ernst Schlapschi. Das ist euer Applaus. Und naja, damit wäre fast der Advent eröffnet, dann ist einmal die erste Licht ins Dunkel-Veranstaltung über die Bühne geht. Wir haben heute ein spezielles Musikprogramm zusammengestellt. Ein bisschen anders angehaucht, aber immer noch unter dem Zeichen fröhliche Blasmusik für eine gute Sache. Darf ich bitten um den nächsten Beitrag? Das sind die drei deutschen Tänze. Nummer 1 von Wolfgang Amadeus Mozart, nicht von irgendwen, ne?
Viel Vergnügen.
muss jetzt was sagen. Aber wenn ich vorher noch auf der Insel krieg, bin verkrüppt mit dem Boot noch ein Party gefahren und gestern um die Zeit haben wir noch Party noch Fisch gegessen. Und gratische Musik gehört. So geht's mir mit der gratischen Musik. Danke, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Ich spiele genauso schön. Ihr spielt es noch schöner wie die gestrige noch Party und ich hätte so weit fahren müssen. Kennt man noch eins? Na Moment, Moment, die Petra hat was zum Song. Ja, wir sind mal jeden sehen, wir müssen in der Publika los, na ja, wir uns zuhören, schau mal. Na ja, wir sind sehr wie mein Akkus nicht. Nuda je starost. Ali mi ćemo čuti dvi druge jačke. Mi ćemo čuti da nas prokleti su dani i nema više ljubavi. A da, veselimo se na Hanzija Palatina. Thank you.
Hvala ljudem. Danke schön. Prokleti dani, das heißt verfluchte Tage, das sing ich. Da gebe ich ganz einfach zu und bin ehrlich, es gibt Tage, da bin ich grantig, da freut man nicht sein. Und es ist besser, wenn jemand etwas spricht mit dir, es hat sicherlich auch solche Situationen. Aber ich sage dann auch, ich warte den neuen Tag und mit neuer Energie wird wieder alles besser. Ein neuer Tag bringt wieder etwas Neues. Die nächste Nummer ist auch von mir, immer wieder.